wie der eine oder andere schon bei Armored Warfare festgestellt hat, muss ich sagen, finde ich die Artillerien hier besser als bei World of Tanks und dementsprechend will ich euch heute mal die Tier 6 Artillerie Palmaria zeigen. Und ja, da kommt Freude auf bei dem Lore. Ansonsten ein sehr unspektakulärer Panzer, natürlich typisch Artillerie. Hier vorne, das ist das mit Abstand allerwichtigste. Und da gucken wir uns doch da mal die Details an. Diese in Italien für den Transportmarkt entwickelte selbstfahrende Haubitze verwendet einen Autoloader und ermöglicht damit eine erhöhte Feuerrate. Zwischen 1982 und den frühen 1990ern wurden vom Palmaria 225 Stück produziert und man hatte Schwierigkeiten, sie auf dem übersättigten Markt loszuwerden. Und obwohl das Fahrzeug an keinen offiziellen Kampfeinsatz teilnahm, fand es Verwendung in Westasien und Westafrika. Ja, also ihr seht, es ist ein italienischer Vertreter. Schaden ist überschaubar, aber wie gesagt, in dem Fall gleicht sich das dann schon wieder aus. Trefferpunkte natürlich überschaubar, Höchstgeschwindigkeit ist alles vernachlässigbar. Von dem her, wir wollen jetzt einfach sehen, was kann das Ding, wir springen ins Gefecht. Stiller Fluss heißt die Karte, wir sind hier mit unserem Tier 6 in bester Gesellschaft. Es gibt noch zwei andere Artis auf Tier 6 in der gegnerischen Seite oder auf der gegnerischen Seite. Ansonsten noch zwei Fünfer dabei, aber wie gesagt, es geht hier natürlich um uns. Und von dem her bin ich jetzt gespannt, wie wir da performen. Also ich stehe hier drüben komplett allein. Keiner ist bei mir. Aber ich bleibe hier auch gleich stehen. Ich finde das nach wie vor, ich weiß, es ist plump, aber ich finde es nach wie vor geil, wie das Ding da runter geht und da diese fetten Explosionen auslöst. Ist einfach schön. So. Und nun geht's auch gleich los. Ihr seht, knappe 24 Sekunden Reload. Rauchgranate haben wir auch eine dabei. Bisschen hier schon mal ein klein wenig manövrieren, um so ein bisschen ein Gefühl für das Gerät zu bekommen. So, aber ich würde sagen, wir stehen jetzt ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wo die ersten aufgehen. So, ich warte. Wahrscheinlich irgendwo in der Stadt natürlich. Oder da rechts drüben, da ist auch die Wahrscheinlichkeit sogar recht groß. Oh, da ist ein anderer Arti. Na, da war sie, der Fahrzeug leider schnell weg. Ah, der war... Der war ein schöner Hit. Jetzt muss ich mich aber bewegen. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal den sicheren Hafen ein. So, ganz plump. Aber bis jetzt schießt keine Gegnerart hier auf mich. Das ist doch ganz angenehm. Dann aimen wir hier nochmal ein. Jetzt fahrt er da. So, jetzt muss ich aufpassen, da unten kommen schon die nächsten an. Gegnerischen Artis beschäftigen sich gerade nicht so mit mir und ich werde das gleich mit denen halten. Ich könnte mal praktisch... Die anderen steht nämlich scheinbar hier hinter. Deswegen gehen wir jetzt auf den Leo. Ja, man sieht, die ist hier hinten, da in der Buchse, da komme ich nicht drauf. Aber der Leo steht ja schön für uns. Ah, der letzte hat dann leider nicht mehr getroffen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Da unten ist einer am Captain.
nachgeladen. Auf den gehe ich jetzt mal. Na, es ist. Jetzt ist er nicht mehr offen, leider. Und es ist zu erwarten, dass die Gegner gleich sich für mich interessieren werden. Also eine Ermangelung. Schwieriges Ziel. Ich fahre da schon weg, klar. Ich weiß natürlich auch, was er blüht. Und da kommt jetzt der MBT 70. Ich lade mal nach. Und warte hier so ein bisschen, bis der... Typ sich hier ein wenig verdünnisiert. Aber jetzt wird auch noch gecapped. Rausgefahren worden oder gedecapped. Jetzt muss ich zurückfahren, soweit, bis ich drauf komme auf die beiden. Gibt's doch nicht. So, nun aber. Der ist ja immer noch am Cappen. Und deswegen schießen wir doch da mal drauf. Gegnerische Artis gibt schon keine mehr. Deswegen kann ich mich jetzt hier auf die fokussieren und konzentrieren. So, der ist auch weg. Wo ist der letzte hier? Da ist er. Komm schon, der ist super schön im Ziel. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nein, dachte mir mein Kill. Aber sei es drum, hat auch gut geklappt. So, und jetzt nur noch da hinten der kümmerliche Rest. Wir werden gleich nochmal aufgehen. Und dann können wir vielleicht nochmal einen drauf wirken. Nein. Schade. Ah, sogar noch ein kleiner Treffer. So, leider da jetzt kein Kill gemacht. Ich splash da einfach mal rein. Nein. So. Zack, der Sieg ist da. Der Sieg ist unser. Und es war mal wieder eine vernünftige, würde ich sagen, wenn nicht sogar gute Arti-Runde. Auch wenn es keinen Kill gegeben hat. Aber der Kill muss ja nicht immer sein. Solange man teamdienlich spielen konnte und was sonst gerissen hat, ist alles andere gut. Und der Kill ist dann das Sahnehäubchen. Das Endresultat wird uns natürlich gleich ein wenig Erleuchtung bringen. So, 1697 Schaden. Basisverteidigung hatte ich auch ein bisschen, Assists hatte ich. Meine Crew hat auch davon profitieren können. Die Performance 10.000 XP, 85.000 Credits eingefahren. Und wir sehen, vom Schaden haben wir uns ins vernünftige Mittelfeld gespielt. XP im unteren Drittel, aber trotzdem, von den Artis war ich immer noch der Beste. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Mir wiederum macht das Artifan sehr viel Spaß. Und dementsprechend wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.